Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich habe einen kleinen Besucher mit auf dem Server. Aber wir sind hier erstmal noch beschäftigt mit der Spielbrettvorstellung. Denn Montag im Stream hatte ich es geschafft, das komplette Spielbrett einmal durchzuziehen. Das heißt, es gibt heute auch keine Dailies und Weeklies. Die lassen wir heute aus. Gibt ja dafür keine Punkte mehr. Das heißt, wir gucken uns jetzt heute 91 bis 100 an und weisen uns jetzt auch nochmal die Reste zu. Die anderen Reste stehen schon hinter mir im Raum und warten auf die Präsentation. So, fangen wir erstmal an mit 91, Goldbahn 250 Stück, nehmen wir mit. Dann haben wir mit 92 Flammenwerfer-Rucksack. Dann kommt 93 Lunchboxen 15 Stück, die werde ich mir jetzt hier nicht zuweisen, wird mir langsam zu viel. Ich muss sie mal ein bisschen aufteilen. Dann haben wir hier kalter Stahl Bierkrug. Finde ich schade, dass der nicht mehr beim Ende mit bei ist. Aber mal gucken. Nächstes Brett kommt ja auch bald. Dann haben wir hier nochmal 50 Skillmünzen. Die weise ich mir natürlich hier auch noch einmal zu. Und dazu für die Fallout First Power Rüstungslackierung Atomic Ranger. Bin ich mal gespannt. Ranger fand ich ja sowieso schon cool. Sah jetzt so auf den ersten Skinblick gar nicht mal so schlecht aus. Dann haben wir als nächstes Power Patrol Barrett in Blau, nicht in Rot. Das Rote hatten wir ja schon. Dann haben wir hier noch Tragkapazität Booster mal 3. Die nehme ich mir jetzt hier mal mit. Dann kommen wir noch zum Eisbrecher Outfit. Auch das steht schon hinten drin. Und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Die Bruderschaftsinfanterie-Statue. Na gut, die müssen wir dann gleich nochmal hinstellen. Und zum guter Letzt die kalter Stahl-Paket mit wunderschönen Spielbrett-Symbol und natürlich ein Power-Rüstungs-Skin. Plus natürlich 500 Atümchen. Gut. Oh, es ist schön, wenn man Gold kriegt und schön, wenn man Skill-Points kriegt. Gut, dann gehen wir jetzt hier einmal durch. Ich habe ja hier schon ein bisschen was vorbereitet. Also hier haben wir einmal das Eisbrecher-Outfit plus Barett und plus Rucksack. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also gerade der Rucksack gefällt mir. Weil mit Flammenwerfer spiele ich auch schon immer mal gern wieder. Das Outfit, ja, das ist okay. Ja, wüsste ich jetzt nicht, wo ich das jetzt draufsetzen würde. Und ich sehe gerade, hier fehlt sogar noch die Sonnenbrille. Warum? Habe ich die noch in der Tasche? So, sonst sehen mir die Puppen so ein bisschen zu creepy aus. Dann haben wir natürlich hier wunderschön den nächsten Bierkrug. Der fehlte ja noch irgendwie so ein bisschen. Ich finde den, der sieht auch nicht schlecht aus. Ich hätte ihn aber eher in Silber gehabt, anstatt so in dem Blau-Rot. Das Rot hätte man lassen können, aber so in Silber, dann hätte er ein bisschen mehr zu den anderen gepasst. Naja, und da hinten haben wir dann halt auch das, ja, wunderschöne Spielbrett. Ist relativ groß. Ja, ist okay. Ist halt ein Erinnerungskennzeichen. So, dann machen wir jetzt nochmal Folgendes. Da fehlt ja jetzt noch eine Statue. Da muss ich ja jetzt nochmal kurz gucken. Ich hoffe, die ist jetzt... Ach, hier ist sie schon. So. Schöne Bruderschaftsstatue hier. Eins ist es, was ich schade finde, sie hat halt keinerlei Effekt. Also die meisten Statuen haben halt immer einen Effekt. Ja, mal zeigen hier. Wenn man die jetzt aus dem Atom-Shop zum Beispiel nimmt... Ach nee, ich müsste auch hier draußen sowieso Statuen haben, oder? Ja, aber das sind die falschen. nee, die hat definitiv keinen Effekt. Hier haben wir eine zum Beispiel, die des Ödlands, ne? Kann man halt benutzen. Finde ich ein bisschen schade, dass man da halt nichts gemacht hat. Aber so für eine Statue ist das voll in Ordnung. Also ich finde, die sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Mit dem Plasma... Schneider und mit der Bruderschaftsrüstung komplett, die man so überhaupt nicht so schnell kriegen kann. Aber abwarten. So, machen wir den erstmal weg. Denn wir haben ja jetzt noch die beiden Power-Rüstungen. Und zwar gehen wir jetzt einmal kurz durch. Gehen wir jetzt erstmal in die Bagger-Power-Rüstung. Hoppala. Na, lass mich mal raus hier. Das ist jetzt sozusagen die Endrüstung, die jeder kriegt. Blauer Helm natürlich sehr schön. Finde ich auch viel besser so vom Design her. Gerade das Schwarze gefällt mir mehr als die Rüstung, die davor war. Da fand ich halt nur den roten Kopf cool. Hier passt das ein bisschen stimmiger zu mit dem Schwarz und mit dem
etwas hellerem Blau. Ja, kann man sich nehmen. Stecken wir auch nochmal kurz ein und drehen uns gleich nochmal. Das ist jetzt bei mir die Baggerrüstung, die jetzt umgefärbt worden ist. Vielleicht werde ich das Ganze nochmal ein bisschen bearbeiten. Mal gucken. Aber ich denke mal, jetzt die nächsten Folgen werden wir damit ein bisschen so rumlaufen. Stellen wir uns hier mal ein bisschen ins Licht. Machen wir nochmal Fotomodus an. Damit man dann auch nochmal ein bisschen was sehen kann. Also ich finde sie echt nicht schlecht. Also mir gefällt die mega. Ist ein schöner, schöner Skin. So, dann haben wir noch... Jetzt müssen wir hier wieder raus. Ah, heute zwei Power-Rüstung-Skins im Angebot, nicht nur eine. Dann haben wir nämlich jetzt noch einmal hier... Habe ich mir die Ultrazit jetzt nochmal umgefärbt. Und zwar in die Angriffslackierung für den Ranger. Also ich finde die Ranger so schon echt schick. So vom Design her. Bei den Farben, ich weiß nicht, irgendwie so... Die normale Ranger fand ich ein bisschen besser, aber... Man könnte halt einen auf Iron Man machen. So, dann steigen wir auch nochmal ein. Dann sieht man nochmal mit Jetpack, was da hinten dran hängt. Halt nicht das Jetpack, was für Skin ist, aber... Dann sieht das halt auch ein bisschen besser aus. Ich finde auch cool hier mit den wunderschönen Seiten, schön in Rot gehalten. So, machen wir nochmal hier eine Rundtour. So richtig schön auf Alarmbereitschaft getrimmt. Aber sonst, ja, Iron Man lässt grüßen. Ja, passt. Ein bisschen mehr Rot muss da rein und ein bisschen mehr Gold. Dann würde das ein bisschen besser passen. Aber okay. So, von der Farbkombi her, top. Gut. Dann müssen wir jetzt einmal kurz, also mit der Vorstellung sind wir jetzt soweit fertig, einmal ins Wayward. Denn ich habe sehr, 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 sehr viele Kronkong. Und der Bloody wartet schon jetzt seit 10 Minuten geschlagen. Dass wir dann auch gleich in die Daily Ops reinhoppeln. Werden wir dann auch gleich tun. Und ich sehe gerade, ich teile hier überhaupt mal wieder nichts. Komm. Damit wir uns bärenstark fühlen. Gibt's einen bärenstark? Goodie. Dann gucken wir mal hier oben. Smiley. Ey. Ja? Na, dann drück mal dein Gold gleich ab hier. So, 6000 sind wir los. 300 Gold dazu. Und jetzt muss ich bald aufpassen, dass ich hier nicht schon wieder Max auch noch an Gold hinkriege. Bei den Kronkorken war es ja schon gefährlich. Aber gut, dann... Ja, komm. Können wir eigentlich auch gleich von hier aus schon in die Daily Ops hoppeln. So, wir haben heute richtig schön Mist. Volt 94 verbrannte, kann nur durch Nahkampf getötet werden und wilder Schlag. Na, wollen wir mal hoffen, dass das auch schnell durchgeht und dass die nicht wieder Spawn-Verzögerung haben, wie ich es gerne mal nenne. Gut. Dann müssen wir jetzt nochmal kurz warten auf den Bloody. Schon mal in die Ego. Habe ich jetzt eigentlich auch alles richtig drin? Ja. Gut, während wir auf Bloody warten, könnten wir ja sogar noch die Aufwertung hier einmal machen, weil mir fehlten ja nur noch die 50 Points. Und das heißt, ich mache mich jetzt auch nochmal mit dem Power Sprinter auf Maximum. Das heißt, jeder legendäre Perk ist jetzt auch endlich auf Maximum, wie ich ihn drinne haben möchte. Das ist doch schön. Also heute hat es sich richtig, richtig gelohnt. So, Bloody bist drin. Wunderbar, ja, hi. Gut, dann, ready? Ich denke mal, take off. Dann wollen wir mal. Von der stählernen Bruderschaft. Wir brauchen Hilfe beim Deaktivieren von Funkabfängern an eurer Position.
Hier ist ein bisschen zu viel los. So wird das nichts mit den Informationen. Versuch sie etwas auszudünnen. Na, aber. Also, ich empfehle leise vorzugehen. Die Typen haben richtig Wumms. Und wenn zu viele auf dich aufmerksam werden, hast du ein Problem. Ne. Die war wohl nicht so die richtige Wahl, die Waffe. Macht zwar guten Bums, aber... Das Drehen ist gerade Mist. Ja, was? Komm doch schon wieder hoch. Was seid ihr denn hier? So, nächsten. Nö. Ich höre doch noch irgendwas. Aha. Eine schöne Grille hier. Ja, looten kann ich später immer noch. So, hier drüben sollte noch was sein. Können die auf jeden Fall. Noch ein Hund. Meine Güte. Ein Gegner in der Nähe müsste den Code haben. So, gucken wir mal. Zu deaktivieren. Ich habe keine Infos über den Co-Träger, also erledige sie am besten einen nach dem anderen. Ah, ich muss hier einmal rum und einmal hoch hier. Naja, das war noch zu früh. So. Na denn, einmal aktivieren. Deaktiviert. Das dürfte unseren Zuhörern nicht gefallen. Schalt noch mehr Gegner aus. Ich versuche den nächsten Code zu finden. Na, zwei haben wir schon. Sind dann jetzt die nächsten hier? Na, kommen sie gerade alle rum hier. Oh, oh. Na komm, lass mich mal kurz hier ein bisschen drücken. So, Nummer 1, Nummer 2 und... Na, ich will erstmal zu denen da hinten. Immer erst die Vorbereiteten. So. Die Blutkäfer sind auch schon eklig, ne? Na. Na, da ist doch noch einer. So, einen fehlt noch. Wo haben wir ihn? Rumpfen höre ich ihn doch. Da oben. Der nächste Co-Träger ist nicht weit entfernt. Genau, das weiß ich nicht. Da hinten? Also, geh leise vor. Wir wollen ja nicht die Kavallerie heraufbeschwören. Naja, Kavallerie und so, ne? So, welchen? Ah, das war der falsche. Dann nehmen wir den hier. Code eingesagt. Deaktiviere damit einen Abfänger. Ich empfange eine verstärkte Präsenz in der Nähe der Geräte. Also, Vorsicht. Na, erstmal zum nächsten Gerät hier. Noch ein Hund. Die Hunde drücken aber auch gut Schaden rein. So. Aber wenigstens haben wir kein Problem mit dem Spawn. So, gleich den nächsten. Na, komm. Ich wollte gerade sagen, willst du nicht mal umfallen hier? Ah, Hundi. Natürlich, in dem Moment muss man nachladen.
Ne, wo ist Hundi hin? Nicht durch mich durchspringen hier. Komm her hier. So. Ich habe Neuigkeiten zum letzten Code. Der Obermacker der Gang scheint die zu haben. Um den auszuschalten, musst du strategisch vorgehen. Viel Erfolg. Oh, jetzt stehen die mir hier alle im Weg hier. Komm nicht zum Obermacker durch. Jetzt haut der auch noch ab von mir. Eieieiei. So, und tschüss. Ausgeschaltet. Setzen wir der Sache das Sahnehäubchen auf und deaktivieren den letzten Abfänger. Und fertig. Eieieiei. Also Nahkampf ist jedes Mal ätzend. Und verbraucht auch ordentlich Stimpaks. Na, wenigstens geht ja Nahkampf wenigstens halbwegs hier. Oh, mal gucken, dass ich hier mir mal ein anständiges Nahkampfbild hierfür zurechtlege. Kann ich ja jetzt machen. Ich muss jetzt nicht immer alles wegschreddern. Gut, dann gehen wir jetzt schon mal raus. Sammeln will ich jetzt nicht unbedingt. Das reicht ja, was wir jetzt so an Grundbelohnung kriegen. So, anstachelnde Gauss-Minigun, anstachelnder Grubenhauer-Handschuh und Bauplan Fleischsack-Lagerkiste. Anstachelnde Gauss, auch wenn es 3 Sterne hat. Das klingt jetzt nicht so sehr überzeugend. Dann gucken wir mal, was wir da Schönes drin haben. So, müssen wir eigentlich nur bei neu gucken. Sogar mit höherer Feuerrate und Schadensresistenz beim Zielen. Aber gegen meine Junkie tausche ich die definitiv nicht aus. Und, naja, der Grubenhauer-Handschuh ist Mist. Da wäre ja noch vielleicht okay gewesen, aber das ist eher Mist. So, dann, nee, nicht Stufe. Ich will erstmal gucken, dass ich meine ganzen Questen hier jetzt extra für die Vorstellung einmal deaktiviert. Jetzt muss ich mal wieder alle aktivieren hier. So, und dann soll ich noch einmal beim Bloody vorbeischauen. Muss ich erstmal gleich gucken, wo sein Kämpchen ist. Nach unten bei Lucky Hole. Na denn? Schauen wir mal in Lucky Hole vorbei. Denn der hat noch Waren unter dem Mann zu bringen, die mich vielleicht noch interessieren könnten, habe ich gehört. Ja, wo ist denn das Camp? Achso, ja gut, er hat jetzt ein anderes Camp geladen. Na denn? Dann müssen wir noch einmal hinterherreisen jetzt hier. So. Ui, hier sieht es ein bisschen bewaldet aus. Gut, dann gucken wir hier mal. Ja, mal Waffe wegstecken. Hier dürften wir ja sicher sein. Und hier die Verkaufsautomaten. Dann gucken wir uns hier auch gleich nochmal um. So im Ganzen. Ach, stimmt, ich habe mir meine Buffs eigentlich gar nicht abgeholt hier. Machen wir ihnen das Licht aus. Ja, ist doch eigentlich ganz schön geworden. Da soll ich mich jetzt hinsetzen, oder was? Ja gut, dann setze ich mich da mal hin. Sind aber ein paar viele Ballons da, ne? Okay. So verteilt man Geschenke.
Okay, gut, aber jetzt gucken wir erstmal hier durch. Was hat er denn jetzt hier so Schönes drin? Jedenfalls ganz viele Baupläne, Munition, anstachelnder Granatwerfer. Nee, da bin ich besser beseelt mit meinem. Anstachelnde Knochenkeule. Ja, Knochenkeule ist jetzt nicht so meins. Anstachelnde Powerfaust. Dann haben wir hier noch anstachelndes, was auch immer. Präzisionsschützen. Anstachelndes Kampfgewehr. Anti-Rüstung Breitseiter. Harpunkanone. Oh, einmal kurz so ein bisschen durchskippen hier. Ein Junkie-Boxhandschuh. Okay, wann haben wir hier noch Junkie-Knochenkeule? Junkies leichtes Maschinengewehr. Ja, sind schon ein paar schöne Dinger mit bei. Ah, erstmal schön durchgucken hier. Gebündelt automatisch. Ja, okay. Ist halt immer schade, dass man nicht die ganzen Namen lesen kann, was das jetzt eigentlich für eine Waffe ist. Rasender Todestamburin mit Zuschlaggeschwindigkeit und plus 1 Stärke. Okay. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Ja, passt. Ja gut, dann kaufen wir hier mal ein bisschen ein. Das, was ich mir jetzt rausgesucht habe, nehme ich dann auch nochmal mit hier. Powerfaust wollte ich ja sowieso mal spielen hier. Nehmen wir dann nochmal das mit. Nehmen wir nochmal das hier mit. Und komm, den Boxhandschuh, den nehmen wir auch mal mit. Wenn schon, denn schon. So. Da haben wir ihnen dann auch ein bisschen Geld da gelassen. Hat er sonst eine Munition gehabt? Nee, die Munition brauche ich nicht. So, haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr. Jetzt wird es ja echt Zeit, dass ich mal auf Nahkampf übergehe hier. Ich glaube, ich guck mal, dass ich mich in der nächsten Folge damit fertig mache. Junkies Powerfaust. Dann haben wir jetzt noch das Kampfgewehr. Gewichtsreduzierung sogar, schön. Müssen wir mal gucken hier. Ja, die sowieso nicht. Das ist es auch nicht. Boxhandschuh. Na, können wir mal einen Boxer machen. Mal gucken, ob wir dann gleich in der nächsten Folge dann mal ein bisschen vielleicht das eine oder andere Nahkampfründchen machen. Haben wir jetzt ein paar Nahkampfwaffen mehr. Bei der Todestamburin, das sieht auch nicht schlecht aus. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Ich werde mich fertig machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.